Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Hans-Manfred Stiermann. Ich bin hier bei Gib mir den Stoff und wir haben aber alle keinen Stoff, weil der Stoff, den ich gebe, das ist nur der Content, ne? Das ist nicht der Stoff, den ihr denkt, Leute, ne? Das ist der Content. Wie heißt du? Ich bin Hans-Dieter Bachmann da. Hans-Dieter Bachmann? Nee. So, meine lieben Freunde, Hans-Dieter Bachmann. Was geht? Was geht ab? Alles klar bei dir. Du bist der erste YouTuber hier an meinem Tisch. Echt? Herzlichen Glückwunsch, Alter. Haben ehrenvoll, ehrenvoll. Ich habe deinen Kanal seit 2017, glaube ich, verfolge ich deinen Kanal. Okay, mein Kanal existiert seit 2016. Ja, ich habe dich ein Jahr später, glaube ich, krass. Aber ich habe alles nachgeholt. Da habe ich noch sehr wenig Abonnenten gehabt und da warst du schon da. Ich war schon am Start, auf jeden Fall. Also du warst schon wirklich da, wo ich noch unter 10.000 hatte so. Ich glaube schon, ja. Ich hab nicht auf Zahlen geguckt. Ehrlich gesagt, hat es mich gar nicht gejuckt, wie viele Zahlen du hast oder so. Du, weil das ist das Wahre. Der Content ist König. Wirklich, Leute. Meine lieben Freunde, viele kennen ihn wahrscheinlich schon. Heute ist ein ganz besonderer Mensch an meinem Tisch. Yusef, ein sehr bekannter YouTuber mit 170.000 Abonnenten. 170, ja. Wenn man das sagen darf. Ja. Stolze Abonnenten. Ja. Familie. Familie, Community. Familie. Deswegen, ja. Schön, dass du da bist, Mann. Freut mich auch. Wie geht's dir? Freut mich sehr, dass ich überhaupt hier sein kann. Mir geht's gut. Vielen Dank. Alhamdulillah. Wie geht's dir, Bruder? Erste Mal in Berlin. Eben gerade auch Döner gegessen. Ich sehe schon, du bist noch am Schwitzen vom Döner. Wir müssen kein Geheimnis draus machen, so nicht diese, nicht so tun, als würden wir uns gerade erst kennenlernen, Freunde. Wir sind schon seit gestern unterwegs. Ich habe dich am Bahnhof abgeholt. Du kamst wie ein Hollywood-YouTuber mit 13 Taschen, 5 Taschen Equipment, 2 Louis Vuitton-Koffern mit 170.000 Abonnenten. Ey Leute, was soll ich euch sagen? Der kommt einfach. Aber sag doch mal, war krass, oder? Der kommt mit Schlappen, okay? Diese Schlappen an, ja, kurze Hose, Schlappen. Aber ganz wichtig, und was für Schlappen, Bruder? Ja, ja, und natürlich sponsert bei MyProtein, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig, also ja? dem Label treu so. Ja, ja. Auf einmal kommt er mit Schlappen und hat so einen kleinen Rucksack in der Hand. Ich denke mir so, hä, du kommst nach Berlin, Janne, wo ist dein Koffer, was los? Bruder, ich bin nach Norwegen mit dieser Tasche gegangen, Rucksack. Janne, der Rucksack ist so groß. So Backpacker. Ich sag, Bruder, was hast du in diesem Rucksack drin, sei mal ehrlich. Ein T-Shirt, zwei T-Shirts, zwei Boxershorts. Fertig. Und Unterhemd habe ich auch zwei. Und weil Zahnbürste reicht. Zahnbürste, Kontaktlinsen, Ohrstöpsel und ein Schlafding. Schlafbrille? Schlafmaske. Diese Maske und Ohr, weil dann bin ich tot. Reicht, ja. Ja. Ich kann nur so schlafen. Immer mit Ohrstöpsel. Seitdem ich mit Schicht damals gearbeitet habe, in Schichtbetrieb, dann habe ich das mich so angeeignet, weil ich kam von der Arbeit und ich war so platt, aber es war zu laut und zu hell. Und dann habe ich mir das also angewöhnt. Angewöhnt, ja. Guck mal, du bist ja heute bekannt als Yusef, der YouTuber. Du bist jemand, der durch verschiedene Länder reist. Du bist jemand, der viel vloggt. Du bist jemand, der sehr affin in der Küche ist, du kannst sehr gut kochen, ne? Vielen Dank. Sieht man an zahlreichen Rezepten. Du hast ein E-Book rausgebracht, ja, mit 20 strammen Rezepten. 30. 30 sogar. 30, ja. Ich habe extra 20 gesagt, dass du toppen kannst. Damit ich nochmal ein bisschen Werbeeffekt, Bruder. Ah, was, ne? Ich verstehe. Ich habe extra diese, kennst du diese Fernsehsendung früher, wo so, und sie kriegen nicht 5 Euro, nicht 10 Euro. Wenn sie jetzt anrufen und sofort bestellen, kriegen sie 20 Euro Rabatt. Ich habe diesen Effekt gemacht. Aber ich habe schon verstanden. Bruder, ich bin Generation Dings. Wie hieß das nochmal? Warte. Nicer Dicer. Normal, Bruder. Stark. Hast du den nicht sogar? Nein, leider nicht. Den habe ich nicht. Den gab es nicht? Nein. Aber ich wäre auf jeden Fall ein Kandidat, der sowas sehr gut bewerben könnte. Ehrlich gesagt, glaube ich, Bruder, du bist ein Kandidat, der alles gut bewerben könnte. Ich glaube, wenn man dir einen Bleistift geben würde, würdest du Leute dazu bringen. Ich mache aus dem Gold. Ich schwör's dir alle. Ja. Also dank dir, ich sag dir, was ich dank dir angefangen habe zu tun oder zu kaufen. Aber du hast dir leider keinen Reiskocher gekauft. Ich habe mir keinen Reiskocher gekauft, aber ich habe mir auf jeden Fall überhaupt ein Verständnis über meine Küchengeräte reingeholt, was ich habe und nicht, weil du hast immer so ein sehr stolzes. Wie hast du es gesagt? Wir haben ein neues Mitglied in der Familie, ne? Und du stellst es dann immer vor und hast es nicht gesehen. Finde ich immer sehr schön. Ich mag halt Sachen, die mir mein Leben vereinfachen. Das stimmt, ja. Du hast ja auch gemerkt, ich bin eher so ein Typ, wo du meine Kamera gesehen hast. Alles so, das vereinfacht alles. Ja. Und auch der Rucksack, warum ich mit dem gekommen bin, ist, weil er mir mein Leben vereinfacht. Praktisch. Und ja, auch mit den Küchengeräten. Egal ob Elektrogeräte, bin ich ein großer Fan davon. Also jetzt abgesehen vom Reiskocher, auch so andere Elektrogeräte, großer Fan davon, die also das Leben erleichtern. Die Arbeit abnehmen. Genau. Ja, finde ich gut. Guck mal,
ich will ein bisschen aufholen und zurück bei dir, weil ich habe dich als YouTuber kennengelernt, aber heute in Berlin, gestern und heute habe ich dich nochmal als Mensch kennengelernt, auch als ein Stück weit als Mensch hinter der Kamera natürlich auch, ne? Und du hast mir ein paar Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe, beziehungsweise von denen man vielleicht auch nicht direkt auf YouTube von dir erfährt, denn du hattest ja vor YouTube auch schon ein Leben, ne? Und lass uns da mal so ein bisschen eintauchen, wenn es okay ist für dich, ist, dass die Leute auch den Mensch hinter der Kamera ein bisschen erleben. Du hast erzählt, dass du aus Rüsselsheim bist, ne? Das wissen, glaube ich, die meisten Leute. Oder hast ich erwähne das eigentlich oft. Also die immer meine Videos gucken, die wissen das. Und das ist quasi Rhein-Main-Gebiet, ne? Rhein-Main-Gebiet, genau. Ja. Hesse. Hesse, du bist waschechter Hesse. Ich bin waschechter Hesse. Ein bisschen waschechter so. Ja, so sieht's aus. Ich bin im GPR-Klinikum in Rüsselsheim auf die Welt gekommen. Okay. Ja, und ich babbel auch ein bisschen hessisch. Ja. Merkt man gar nicht, ja? Nee, gar nicht. Okay. Die Leute regen sich auch immer auf. Echt, wegen der Sprache, na klar. Warum? Ja, ich weiß nicht, immer sagen sie wegen dem Ich. Ich weiß jetzt nicht genau, was die da so aufregt. Ich. Ja, keine Ahnung. Ich gehört dazu. Ich gehört halt. Aber du sagst, es gibt so ein paar Wörter, die sagst du sehr oft. Ich finde, stramm ist ein Wort, was du sehr oft sagst. Richtig, stramm. Korrekt. Dann lass mich überlegen, was noch. Feine Geschichte, genau. Nachsalzen kann man immer. Das ist ja eher so sein Slogan. Das ist ein Slogan, ja. Ja, ja, das steht auch auf deinem YouTube-Kanal. Stramm, ja, schön. Sage ich auch. Schön, ja, stimmt. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja, auf jeden Fall. War das schon immer so ein Traum von dir, YouTuber zu werden? Du hast davor gearbeitet, ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch. Bei einem Autohersteller. Ja, bei Opel. Bei Opel. Und das 10 Jahre, runde Nummer. Runde Nummer, also fast 10 Jahre. Ja. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen, Janne? Hast du schon immer Bock gehabt auf Autos, Industrie oder wie war das? Also jetzt wie YouTube oder? Wie du zu Opel gekommen bist. Wie dein Leben überhaupt vor YouTube aussah. Okay, also ich habe ganz normal meine Schule gemacht, Realschule. Friedrich-Ebert-Schule in Rüsselsheim. Gut, sagt jetzt hier niemandem was, aber. Egal. Noch vorher war ich vorher am Gymnasium. Vor der Realschule? Richtig. Okay. Ja, ich war in der Grundschule, war richtig gut in der Schule, ich kann mich erinnern, in meinen vierte Klasse alles Zweier gehabt. Und dann wurde ich halt auch fürs Gymnasium empfohlen. Ja, bin da komplett abgekackt, sage ich dir ganz ehrlich. So, das war mir, weiß ich nicht, war einfach so, ich habe mich auch unwohl da gefühlt. So weißt du? Und ja, dann bin ich halt sozusagen, wäre ich eigentlich hocken geblieben, aber dann hat dann auch die Lehrerin gesagt, ist besser, wenn du sitzen bleibst und dann in der Realschule weitermachst. Dann habe ich meine Realschule gemacht, da war ich wieder Bombe, da war ich so Überflieger, hatte immer gute Noten dort. Gut, am Ende dann kam Pubertät, so bin ich auch ein bisschen schlechter geworden. Aber war okay, war so ein Dreier-Schüler, würde ich jetzt einfach sagen. Habe ich Fachabi gemacht. Also das hat für Fachabi gereicht. Brauchte man da gewisse Noten, damit man in Fachabi reinkommt? Ja doch, ich glaube einen gewissen Schnitt. Ja genau, den hatte ich auf jeden Fall erreicht. Ja. Also schon so einen guten, ich weiß gar nicht was. Ich glaube so 2,5 war schon Minimum. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch Fachabi gemacht. Ja, stabil. Weißt du noch in welche Richtung? Informations- und Elektrotechnik. Okay. Ja, okay. Und dann habe ich Zivildienst gemacht. Entweder was davor oder danach. Ich glaube, ich habe danach Zivildienst gemacht, ein Jahr. An der Uniklinik Mainz. Ganz normal halt, da kann man sich bewerben. Ich wollte halt nicht Militär gehen, ich wollte halt Zivildienst. Und dann, warte mal. Damals gab es das noch, ne? Damals gab es das noch. Irgendwann wurde es ja auch aufgehoben, ne? Mit dem Zivildienst oder mit dem Wehrdienst. Korrekt. Zivildienst, dann habe ich Zivildienst gemacht. Danach war ich studieren. Echt, ja? Ich war immatrikuliert. Ich glaube, das hat aber in keinem Video stattgefunden, oder? Also das erfahre ich ja zum ersten Mal. Ja, das hat nie stattgefunden, weil ich wenig über meine Vergangenheit jetzt so vor YouTube so eigentlich geredet habe. Nicht alle Sachen. Ein paar Sachen habe ich immer bei Mukbangs erzählt. Ja, ja. Ne, da ist es schön und genau. Erzähle ich auch ein bisschen was, aber das sind jetzt so Sachen, ein paar Sachen, vielleicht Insider, die ich wirklich noch nie gesagt habe. Ja, deswegen hau raus. Ich habe ja gesagt, ne, der Podcast soll ja auch so ein bisschen den Mensch hinter der Kamera beleuchten. Auf jeden Fall war ich dann da Zivildienst. Danach habe ich studiert, aber das war auch nicht so Studium. Es war wie damals auch mit Gymnasium. Also ich wollte halt auch hauptsächlich was tun, was mein Vater so wollte, sage ich einfach mal. Du weißt ja, bei Migranten ist so, die wollen, dass dein Kind studiert, am besten Doktor werden, so. Einfach 100% Studium. Also es ist nicht, was kannst du gut, sondern Studium. Hauptsache Studien, nochmal. Studium. Schule, egal was das ist, die hören einfach, Studium ist das Beste, was es gibt und fertig. Ne?
Auch wenn das Kind eigentlich kein. Also ich hatte an sich nicht, war kein Studiumtyp. Aber darf ich fragen, also welcher Studiengang? Informations- und Elektrotechnik. Achso, direkt weitergemacht quasi. Natürlich, okay. Natürlich. Dann, aber dann war bei mir auch so, nach den 3 Monate oder so, war gar nicht mein Ding. Gar nicht mein Ding, Bruder. Ich bin reingekommen, Leute kamen rein mit Taschenrechner hier an Seite. So, die kamen hier so rein mit Seite. Denk dran ins Mikro. Achso, die kamen hier die kamen rein in diese Studium-Ding mit Taschenrechner hier an Seitentasche. Echt? So, oder Leute? So unterwegs waren die. Taschenrechner in der Brusttasche. In so, der Brusttasche da. Ach du Scheiße. Ich komme hin, ich komme mal zu spät irgendwie, ich will kurz von dem was hören, der macht mir so. Nee. Oder so. Diese macht er so. Guck ja, nicht, so alle, guck nicht bei meine Sachen. Okay. Okay. Hat mir nicht gefallen, das Feeling. War nicht so mein Ding. Ne? Und danach, in der Zeit habe ich aber auch einen Studentenjob gehabt am Flughafen. Hat mir sehr gefallen. Ich habe so Behindertentransport gemacht. Das heißt, ich habe Leute vom Flieger geholt, die nicht laufen konnten, aus egal welchen Gründen. Entweder weil sie zu alt sind oder weil sie eine Behinderung hatten. Das hast du gemacht, ja? Das habe ich gemacht. Vom Flug? Ach krass, richtig. Ja, ich habe die vom Flugzeug runtergeholt. Krass. Ja, die funken dich an, die Stewardessen oder wer auch immer, naja, bei mir, also die Stewardessen oder wer auch immer, funkt dann den Kollegen an, der dafür zuständig ist, und der funkt mich an und sagt mir, geh an diesen Platz da XY und hol da die Person runter. Und du gehst mit einem Rollstuhl? Ja, ich habe einen Rollstuhl und der Busfahrer hilft mir dann zusammen. Ah ja. Okay. Also ich gehe eigentlich und helfe dem Busfahrer, weil ich diese Trage habe. Ja, ja, okay. Okay, und der Busfahrer fährt sie dann, dann da zu dem Ort, wo sie hin müssen. Manchmal haben die einen Weiterflug, manchmal müssen die halt aussteigen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und alles gut? Ja, sprich weiter, wenn also, ich mal Ton checke und so. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, aber zum Beispiel habe ich ja studiert gehabt. Ich war immatrikuliert dort. Eigentlich nur wegen dem Studentenjob. Also ich bin gar nicht mehr studieren gegangen. Ich war eigentlich nur Studium angemeldet wegen Studentenjob. Weil der war geil. Da gab es Urlaubsgeld, Wein, alles. Baba, du warst 2-mal die Woche hingegangen, du bist... Beste, einfach mal mitnehmen, so Schnapper. Ich sag dir ganz, ich habe mein Leben gechillt in der Zeit. Okay. Das war eine schöne Zeit. Ich war 2-mal die Woche arbeiten, entspannte Arbeit, hab aber, ich weiß nicht wie viel, ich will nicht was Falsches sagen, aber sehr gut verdient für diese 2 Tage. Okay. Hab zu Hause gelebt, locker. Weißt du noch, wie alt du da warst ungefähr? Boah, das ist eine gute, das war vor 2011. Also echt, ja, okay, schon, also gut. Also wird so Anfang 20 sein, wirst du, ne? Anfang 20, die frühen 19, 20 war so, ich da so ungefähr. Ja. Ja. Und dann, ja, irgendwie musste ich natürlich dann was machen. Ne? Das kann ja nicht die ganze Zeit dann beim Studentenjob bleiben. Ja. Und so habe ich dann gedacht, ey, ich muss langsam eine Ausbildung machen, habe ein bisschen mit Vater gequatscht in der Zeit. Du hast aber schon für dich abgeschlossen, dass du nicht mehr studieren willst. Nein, war für mich klar. Das war Studium, schon durch so. Studium okay. Geht nicht, da gehe ich nicht nochmal rein. Alter, wie erklärst du das deinem Vater? Ach, das war mir dann in dem Moment egal. Der muss es verstehen. Ja, der muss es verstehen in dem Moment, weil ich schaff's nicht. Hm. Es ist nicht meine Welt. Ja, ja. Was soll ich jetzt da machen? Ich kann ja da hingehen und mich da hinsetzen, aber ich werde nichts reißen dort. Ja. Warum soll ich etwas machen gegen meinen Willen? Egal. Dann habe ich ja geredet. Der hat es auch verstanden, dass ich nicht so der Studiumtyp bin. Ausbildung. Hat gesagt, ja, ich hatte keinen Bock auf Bewerbung schreiben, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Weil du musst ja schon Bewerbung schreiben für Ausbildung. Und ja, mein Vater hat da bei Opel gearbeitet. Hat er aber gesagt, hey, mach doch bei Opel Ausbildung. Opel habe ich gar nicht gedacht. So, weißt du? Habe ich dann gemacht. Einmal beworben, bam, die haben mich angenommen. Direkt. Krass. Elektroniker, Betriebstechnik, passt auch eigentlich. Ich glaube auch wegen meinem Background, weil ich halt Informationselektroniker bin. Ja, ja. Und dieser ganze Background. Und dann habe ich halt diese Ausbildung als Elektroniker gemacht, war auch top. Hab gut gehandelt mit den mit meiner Berufsschule habe ich gut gehandelt, die Noten, du weißt doch, man kann immer ein bisschen hier und da drüber. Okay. Ich sage, ey, guck mal. Da kommt wieder der Marokkaner ins Spiel. Ein Bundesbürger mit Migrationshintergrund, mach, weil bei uns sowieso schwer. Der hat gemacht. Ist wirklich so, Leute, ich sag euch nur, wie es ist. Und der Lehrer hat gesagt, okay, machen wir, ja. Okay. Wir wollen ja nicht, dass du arbeitslos bleibst. Ne? Schön. Aber am Ende des Tages haben wir, so muss sein. Man hat die Mitte gefunden. Man hat die Mitte gefunden, man hat gute Noten gehabt dann. Wow, und dann habe ich halt dort direkt gearbeitet, aber nicht in meinem Beruf, also als Instandhalter bei Opel. Ja, war okay. Habe das halt gemacht. Und dann 2004, ich habe jetzt 2011 meine Ausbildung gemacht, dann wurde ich fest angestellt. Mit dem fest angestellt habe ich auch mit YouTube angefangen. Ah ja. Ungefähr, ja. Das war, YouTube war mehr so ein, ich habe in der Zeit sehr aktiv Fitnesssport gemacht. Auch so mit Diäten auf Wettkampfniveau. So. Ja, richtig professionell eigentlich. Eigentlich, ne? Schon sehr professionell, ja. Habe ich das gemacht. Ja. Am Anfang war das eher so, ich würde sagen, mehr so für mich, für gute Fotos, für einfach für Shape. Ich wollte einfach ein geiles Fotostudio machen.
Und dann war bei mir im Studio auch einer, der hat gesagt, ey, mach doch Wettkampf. Also bei mir, der Besitzer vom Studio. Ne? Das ist so ein Wettkampf-Fitnessstudio, wo ich war. Habe ich gesagt, ja, ja, gut, einmal kann man machen. 2016 habe ich gemacht. Habe da auch gut abgeschnitten. Wo hast du mitgemacht dann? Bei der Hessenmeisterschaft. Richtig, ja? Ja, ich habe zweiten Platz gemacht bei Hessenmeisterschaft. Ach, was krass. In der Men's Physik 2, ja. Stark. Und dann habe ich mich für die Deutsche in Bochum qualifiziert, habe dort den 7. Platz gemacht. Alles krass, natural, okay. Ohne Stoff. Ohne. Ist ja heftig, aber und dann hast du nicht weitergemacht? Nein, ist nicht mein Film, Bruder. Nee? Nee, ist nicht. Hat mich, ich wollte es einfach mal gemacht haben. Okay. Das ist nicht mein Film, Farbe anmalen, so das. Posen. Ich habe nur damals trainiert wegen Vin Diesel-Körper. Wallah, hätte mir gereicht. Triple Youssef. So, mit Tanktop, bisschen Arme, bisschen Brust, bisschen so. Und dann irgendwann hat man sich ein bisschen mehr reingesteigert, weißt du? So. Aber du hattest eine brutale Form. Ich meine, du bist immer noch ja, stramm, aber damals, du hast ja auch schon ein, zwei Bilder und natürlich, Videos auf YouTube und so. Man war heiß. Ja, ja, man wollte was, reißen. Ja. So. Und man hat es gerissen, man hat es gemacht. Also für sich selbst Maximum, was geht. Ich habe wirklich alles abgewogen. Ich bin auch konsequent. Wenn ich was will, dann mache ich das. Du sagst natural, ganz bewusst, weil in dieser Szene und gerade auch ja, Stoff ist normal. In dem Profisport ist Stoff natürlich, normal. Natürlich, ne? Ja, speziell bei der IFBB und so. Das ist normal. Wurde sie angeboten? Hast du nein, mal drüber nie, nachgedacht? Nein. Aber wahrscheinlich wäre es ein Booster oder Mittel zum Zweck geworden, wenn du hättest weitermachen wollen, oder? Ja, aber das Ding ist, guck mal, also ist immer... Guck mal, ich kann verstehen, warum Leute, die so Profi-Ambitionen haben, das machen. Aber du musst auch ein realistischer Typ mit deiner Genetik sein. Ja. Wo ist dein Limit? Und wenn du dir die Weltbühne anguckst in dem Sport, gibt es einfach Leute, die auch natural eine viel bessere Genetik haben wie du selbst. Das ist einfach nur Real Talk. Auch wenn ich für dich jetzt eine gute Form hatte, aber ich habe meine Brille von Bodybuilding oder Fitness ja. Ich weiß genau, wer eine gute Genetik hat und wer nicht. Und das glaubt mir, da sind Leute, speziell also aus dem afrikanischen Raum, die sind krass, die sind stark, weißt du? Ja. Die haben eine krasse Genetik, krasse Form, brutal, da kannst du nichts mitnehmen. Für dich war und dann war für mich so, diese Stoff nehmen, sinnlos. Naja, weil da ist eh nichts mehr zu holen. Ja, was soll ich denn in mir reinballern? Ja. Aber du willst sowieso nichts reißen. Ja. Außerdem ist der Sport jetzt nicht unbedingt so dankbar, sage ich einfach mal, weißt du? Aber du hast eine Erfahrung gemacht, du standest auf zwei Erfahrung Bühnen. Gemacht, so. Genau, und das hat okay. gereicht, um Leuten zu zeigen im Internet, wie man es macht, wie man es nicht macht. So, für mich. Ja. Das war auch mehr so Leidenschaft. So YouTube habe ich auch so gemacht, einfach um Leuten ein bisschen zu helfen. Ich hatte sozusagen eine Möglichkeit, Leuten Wissen zu geben. Du bist so. Ja aber schon eigentlich als Fitnessmensch in YouTube reingegangen. Richtig. Ne? Das war eigentlich dein Content, war Sport. Das war mein Sport. Content. Das war mein Content dein war nur Fitness, ja. Genau. Und wie waren die Anfänge von YouTube? Bist du zum Mediamarkt gegangen, hast dir eine Kamera gekauft? Hattest du andere YouTuber, die dich gepusht oder inspiriert haben, sage ich mal? Hast du mit Freunden gesprochen? Wie hast du angefangen? Also mich hat gar nicht inspiriert. Ich habe einfach nur gesehen, ich habe Wissen und dieses Wissen will ich anderen Menschen geben. Ich habe nicht mal Geldgedanken gehabt. Wallah, Allah ist Zeuge, Bruder. Ich habe keine Geldgedanken gehabt. Ich habe das gemacht, ich habe gesehen, okay, du weißt etwas, du willst das mit Leuten teilen. So war meine Intention. Okay? Und das war dann so eine Art Hobby-mäßig. Es hat mich auch ein bisschen beruhigt. Ich bin ehrlich zu dir. Also mich beruhigt das auch, wenn ich jetzt hier vor der Kamera sitze, mit der Kamera so rede. In einem Video hast du mal gesagt, es ist sowas wie Meditation. Meditation, für dich. Es ist Therapie. Wirklich. Also mir macht das auch so Spaß, mit einer Kamera zu reden. Ich brauche auch niemanden, der dann mit mir jetzt da so, weißt du, jetzt gerade Podcast natürlich, aber du weißt, was ich meine. Ja, nee, alleine, um meine Performance zu bringen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Wo waren wir hingeblieben, Alter? Wie du mit YouTube reingekommen bist. Dass du gesagt hast, dass du keine Leute hast. Einfach so, ich war überhaupt nicht in diesem Game YouTube drin. Ja, ich habe nur gewusst, da kann man Videos hochladen in der Plattform. Du wolltest dein Wissen teilen? Ja, und fertig. Und fertig. Und fertig. Es war jetzt nicht so, dass mich irgendjemand inspiriert hat, das zu machen und dies und das war gar nicht da. Hattest du nicht irgendeinen Kollegen, der zu dir kommt und sagt, ey Bruder, du kannst gut reden oder nein. Du oder das und das fang nein, doch mit nein. YouTube an? Im Gegenteil, ich komme, guck mal, die Gegend, wo ich herkomme, die sagen, mach nicht. Blamierst dich. Hatten wir vorhin das Thema schon, ne? Das ist keine Gegend, wo mach, Bruder. Weil das ist aber auch vom Menschen her so. Ja. Weil das ist so meistens. Bei Menschen, wir sind eine Linie. Wir sind eine Linie. Wenn der eine sieht, und ihr seid alle Freunde. Ihr seid alle Freunde. Wenn der eine sieht, der geht einen Schritt nach vorne, der will was machen, was die anderen aber nicht machen, das gefällt den Menschen nicht. Aber das musstest du doch auch schon kennengelernt haben, als du auf die Bühne gegangen bist, oder? Gab es bestimmt auch schon ein, zwei Blicke und Augen und ne? Ja, ich habe aber nicht so viel mit Leuten Kontakt gehabt. So. Ich habe nur so ein, zwei Leute, mit denen ich Kontakt hatte.
In der Zeit bist du auch isoliert, das ist auch so ein Punkt. Wir haben darüber gesprochen, ob das so ein Phänomen ist in Hessen oder Rhein-Main. Ich glaube, ich bin jetzt in Berlin seit 5 Jahren, ich habe das auch gespürt hier und auch überall, dieses Neidthema und Missgunst und so Leuten nicht was gönnen und so komische Kritik und Hass und Hate und gerade im Internet. Ne? Was denkst du, woher das kommt? Was denkst du, warum die Leute nicht sagen, ey Bruder, geil, du willst YouTube machen, stark, fang an, geil, ich supporte dich. Das ist ja eher eine Seltenheit. Die Leute eher so, ah, was willst du machen, bist du bescheuert? Es kommt drauf an, so, weil das Ding ist. Was schätzt du, wo kommt das her, diese negativen Vibes? Eigene Unzufriedenheit. Meinst du ja? Ich denke halt einfach, sie sind selber in einer Sache, die sie eigentlich nicht selbst machen würden. Die würden am liebsten das machen, was du machst, aber die können das nicht machen. Und dadurch entsteht dann halt einfach diese Missgunst. Weil er will es gerne machen, aber er kann nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kann er nicht vor der Kamera reden. Vielleicht hat er auch kein Talent. Vielleicht kann er einfach nichts. Okay? Und dadurch entsteht dann so eine Art Missgunst. Anders kann ich mir das nicht erklären. Egal. Du hast ja schon gesagt, das ein oder andere Mal, Kommentare sind jetzt dir nicht das Allerwichtigste. Überhaupt nicht. Ja. Ich finde, ein Kommentar, egal ob gut oder schlecht, ist gut für mich. Ja. Warum? Weil er meinen Kanal pusht in dem Moment. Ob er mich nicht mag, ist egal eigentlich in dem Moment. Du nimmst es auch nicht alles so krass zu Herzen, ne? Es geht mir am Arsch vorbei. Ich sag, auf gut Deutsch geht mir voll am Arsch vorbei. Bro, jemand kann schreiben, was er will. Ich lösche auch keine Kommentare seit Tag 1, Bruder. Noch nie gemacht? Noch nie gemacht. Wirklich, ja? Ich lösche keine Kommentare. Stramm. Macht mich fertig. Egal, ich liebe es. Warum? Weil ich weiß, er ist am Kochen, er ist am Platzen. Hm. Geil. Er ist am Platzen. Tut ihm weh. Es ist einfach so. Es ist ja das Traurige, du kennst ja meinen Content. Ja, gibt es da irgendwas, wo man Groll haben könnte? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Warte, gibt es irgendwas? Nein, Bruder, ich sag zu dir, dein Content ist ein Content, wo ich nichts Schlechtes sagen kann. Da passiert einfach nichts, Bruder. Ja, nee, da passiert nichts, Bruder. Aber trotzdem. Einmal geht's zum Reis, einmal geht's zum Kartoffeln, Bruder. Ja. Was soll ich dir sagen? Ja. Und ich küsse dein Herz, ich gucke das sehr gerne. Das unterhält mich. Und vor allem, ich hab dir das erzählt, ich habe über 60 Kilo abgenommen in einer Zeit, wo ich sehr, sehr viel Wissen brauchte, um das zu schaffen. Und dein Kanal war mit eines der Gründe, um auch dran zu bleiben und auch vor allem, es gibt Videos, Bruder, da hast du Rezepte geteilt, die so genial waren, dass ich sie einfach nachgemacht habe, aber nicht wegen dem Essen, sondern wegen dir, weil du so... Wegen dem Flair. Ja, weil die einfach geiler so... Geiler Typ. Ah, ich denke mir so, Alter, warte mal, der macht Nudeln mit Tomatensauce und tut Petersilie rein. Warum macht er das? Ich muss einfach probieren. Einfach nur wegen dir nachmachen. Wegen weißt dem so, inspiriert so. Geiler Typ. Und das feiere ich, Bruder, an dir. Du hast einen sehr, sehr inspirierenden Charakter. Barkelaufig. Ist nicht so nehmen, ich, sondern so probier, mach dein guck Ding. Mal dies, genau. Dann so, weißt du so. Und das schwappt auch über den Fernseher, über das Handy mit, weißt du. Man liegt da und denkt sich, alle, der Typ, der macht, der hat was zu geben so. Du hast was zu schenken. Vielen Dank. Das höre ich sehr gerne. Ja, ist so. Das höre ich sehr gerne. Vielen Dank, dass es auch so rüberkommt. Ja, muss man mal sagen. Ich will halt einfach, dass sich ein Mensch bei mir gut fühlt. Der soll sich nicht schlecht fühlen. Mhm. Und ich sage es immer wieder. Immer sage ich, vielleicht merkst du am Anfang, dass ich mal 1-2 Jokes mache, damit ich ein bisschen, die Leute haben alle Spannung, die haben Druck. Das sage ich ja immer wieder. Die haben Druck und da hole ich ein bisschen Laune, den Druck raus. Einfach Leute, macht locker. Ja. Nicht so böse, weil ich merke einfach, dass Leute sehr aggressiv an Sachen reingehen. Sehr hektisch auch. Man will nicht böse, man will immer nur Gutes. Ja. Man will nichts Böses, Leute. Versteht ihr? Ich will nur Gutes. Mehr will ich nicht. Aber wenn Leute das Böse auffassen, da kann ich nichts ändern. Das ist nicht meine Intention, dass ich Menschen irgendwie verletze oder irgendwie neidisch mache oder so. Nie. Und ich gebe alles. Guck mal, ich trage hier gesponserte Klamotten, Bruder. Schlappen, meine Boxershorts, alles gesponsert. Ich bin kein Flexer. Boxershort sponsern die? Ja, aber die sind geil. Echt? Kann empfehlen, wirklich. Kannst empfehlen? Atmungsaktiv. Da kommt Luft Bruder. Rein. Ach, ich sag wirklich. Ehrlich, Alter, was ist los hier? Und günstig. Besser wie C&A-Qualität und günstiger. Wir kommen noch zu deinem Mai-Protein-Deal, weil das ist natürlich auch spannend, aber nochmal ganz zum Anfang. Du hast dann irgendwann gesagt, okay, du hast Wissen zu teilen, du bist in dem Sportfilm drin, du hast was zu erzählen. So. Und ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich schon Sachen erklären kann, so. Also viele Leute, denen ich im Privat was erklärt habe, haben es direkt gecheckt, was ich meine. Und ich habe eine schöne Art, etwas zu erklären. Habe ich das Gefühl. Also es ist unterhaltsam, wie ich was zusammenpacke. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich bin bei dir. Okay. Ja, ja. Und erinnerst du dich an dein erstes Video? Wie lief das ab? Das Ding ist, ich habe ja 2012 schon mal angefangen. Das war ganz früher. Da hatte ich einen Kanal, 4-5 Videos hochgeladen und dann habe ich den Kanal komplett gelöscht, war ein bisschen Struggle da. Und das war mein erstes Video. Mein allererstes Video war 2012. Erzähl mal, worum ging es in dem Video? Erinnerst du dich noch? Ja, Fitness. Brust, Trizeps.
Das war dein erstes Video? Ja, Brust-Trizeps-Training. Okay. Ah ja, richtig Training, ja? Ja. Okay, und versetz dich mal in den Yusuf damals so, in das Video, in diese Zeit so. War das für dich aufregend? War das was Neues oder hast du es aus dem Ärmel geschüttelt? Wie kann man sich das vorstellen? Da hatte ich einen von der Ausbildung, der hat mich aufgenommen. Ach, okay. Ja, was? Der hat von irgendeinem anderen, der gerappt, der hat Rap-Videos gedreht. Hm. Also Thema Rap, du machst ja da mit den Leuten. Ja, ja. Und der hat dann Rapper, auch bei mir in der Ausbildung, der angefangen hat zu rappen, gefilmt. Dann habe ich ihm gesagt, ey, hör mal zu, ich kann nicht rappen, aber ich kann trainieren. Nimm mich mal auf da, das wird vielleicht krass so, weißt du? Was eigentlich direkt so. Ja, so, ja, jeder soll das machen, was er gut kann, mhm, oder? Ich habe ja von was Musik bin, keine Ahnung. Was also, bin ich froh, dass du es nicht andersrum gemacht hast, Alter. Ich schwör's dir. Danke. Ich bin froh darüber. Das ist nicht mein Film, aber ja. Ja, nee, ich kann trainieren. Ich habe das jahrelang gemacht, jeden Tag. Mein Vater immer so, für was machst du das? Die verstehen das nicht, weißt du, diese ganze Training, Heben. Klar. Die verstehen das nicht, aber ich habe Leidenschaft darin gehabt. Und dann, habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, hey, kann man machen? Bam, ich habe das Video gemacht, zack, hochgeladen, kam richtig gut an, 2012, damit YouTube war nicht groß. Bam, dieses Video hat, bis ich es offline genommen habe, 70.000 Aufrufe gehabt. Und ich hatte vielleicht 2.000, 3.000 Abonnenten, aber Abonnenten waren da nicht so wichtig, weil Facebook, ich habe so gesehen, in der Zeit, meine Facebook-Follower sind, jeden Tag kamen 50, 60 neue dazu. Und dann kam bei mir so, ich hatte hier und da privat ein bisschen. Und dann habe ich den Kanal komplett gelöscht. Dann habe ich ja erst 2016 wieder angefangen. Ah ja. Deswegen. Das heißt, der Eifer war da von dem letzten Kanal. Du hast, ich habe das schon mal gemacht, ich will es jetzt nochmal aufrollen. Oh, genau. Das heißt, du warst schon... Ich war heiß. So gebrannte Kind von dem letzten Kanal und hast gesagt, okay, du warst genau, heiß. Genau, nein, weil du hast gesehen einfach, das ging so hoch. Ja, ja. Wirklich, jeden Tag, Facebook ging so. Krass. Also, so wirklich, also für meine Verhältnisse war krass so, weißt du, ich meine? Ja. Und dann habe ich das halt... Das war halt in dir drin, du weißt ganz genau, ey, du hättest es schaffen können und dann hast du gesagt, komm, 2016, zieh wieder ab. Das war dann dieser Kanal, den du siehst. Ja. Und die Anfänge davon, waren die ähnlich wie bei dem ersten Kanal mit, yo, hilf mir mal, ein Kollege links, rechts? Nein, habe ich alles selber gemacht, weil ich habe dann auch viel Erfahrung gesammelt in der Zwischenzeit mit Menschen, also von 2012 bis 2016, dass ich einfach gemerkt habe, alleine durchziehen. Alleine durchziehen, eiskalt. Und so habe ich es auch gemacht eigentlich hauptsächlich. Manchmal hier und da, natürlich hat mein Bruder Kamera gehalten oder ein Freund oder dir oder das, weißt du, was gerade möglich war. Ja. Aber im Großen und Ganzen siehst du auch, dass ich mit Stativ meine Videos gemacht habe. Ja, ja. Also du siehst ja, ich mache ja eigentlich Selfmade, ich habe keinen Kameramann, nichts. Sieht man ja bis heute, ne? Ja, ich habe eine Zeit lang auch vorgehabt, also vielleicht spule ich jetzt so ein bisschen nach vorne, weil du bestimmt andere Fragen noch hast, aber ich habe schon versucht mit Kameramann, mit dies, aber funktioniert nicht. Weil es funktioniert einfach nicht. Ja, ab und dann mal, wenn du in der Küche bei dir Videos gemacht hast, gekocht hast, muss ja irgendwer die Kamera gehalten haben. Ja. Hast du da einen festen Mann oder ist das? Ich habe einen Bruder oder einen Kollege oder ab und an mal meine Frau, je nachdem, wer gerade so, wie es gerade gepasst hat. Ne? Aber dein Business rund um YouTube besteht eigentlich aus einem sehr kleinen familiären Kreis. Korrekt. Ne? Du hast da jetzt nicht irgendwie zig Leute und Agentur und hast nicht gesehen. Das ist so sein Family Business. Family Business. Ja. Wie kommt das an bei deiner Familie? Du, mein Vater, der feiert meine Videos. Also seine Freunde feiern es auch. Du hast eine schöne Anekdote auch einmal auf YouTube erzählt, dass dir das sehr wertvoll auch war, dass ein Mann älteren Alters dir Respekt gezollt hat dafür, was du machst. Ja. Ja, warum ist dir das so wichtig, diese Anerkennung? Das sind Menschen, die haben viel mehr Lebenserfahrung wie wir, Bruder. Ja. Die haben viel mehr durchgemacht im Leben. Okay? Und wenn so einer, der schon 30 Jahre erfahrener ist wie ich, mir zurücksieht, was er ja erlebt hat und mir da Props gibt für das, was ich mache, bin ich auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Wenn ein älterer Mann, und nicht wenige, es sind ja mehrere, es ist ja nicht nur einer. Also ich weiß, dass ältere Menschen meine Videos gucken und das ist, ehrt mich natürlich. Ich habe Respekt vor älteren Menschen, Bruder. So habe ich es kennengelernt in meiner Religion, Kulturkreis, in meiner Erziehung, immer vor älteren Respekt haben. Natürlich müssen die dir auch Respekt geben. Klar. Ne? Aber respektlos, das ist für mich eine Ehre, wenn ein älterer guckt. Da sind es ist auch schön, wenn ein Kind guckt, keine Frage, aber ein älterer, ey. Klar. Ich mag sowas. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich mit dieser Respektsache. Wir haben uns ja auch in den letzten 24 Stunden eigentlich, seitdem wir uns so getroffen haben, sehr, sehr viel auch über so Themen gesprochen. Ne? Mhm. Was ist richtig, was ist falsch, Gesellschaft, links, rechts, hast du nicht gesehen. Nutzt du YouTube auch so ein bisschen also ist es für dich auch in irgendeiner Form ein Ventil, nicht nur um über Dinge zu sprechen, die du vielleicht als Wissen weitergeben willst, sondern auch einfach, um aus dem Alltag rauszukommen, um Spaß zu haben, als Hobby einfach so. Ja, ja? Definitiv. Manchmal habe ich auch das Gefühl so, du machst auch YouTube, um einfach deinen Kopf freizukriegen. Ja. Ne? Ja, korrekt. So. Vor allem meine Mukbangs oder auch manchmal Talks.
Wenn du jetzt, vielleicht kennst du das Video noch, wo ich über Gott geredet habe. Ja, ja. Oder auch, wenn ich mal für mich entschlossen habe, keine Shisha mehr zu rauchen, habe ich auch mal ein Video gemacht. Sehr stark geklickt auch, ne, wie wir vorhin noch gesehen haben. Ja, genau. Ja. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich das einfach meine Gedanken mit den Leuten teilen möchte. Und das tut mir dann auch gut, wenn ich es gemacht habe. Das ist dann so wie Ballast rauswerfen, für mich. Aber damit kann ich auch anderen Menschen helfen, ne, habe ich gemerkt, durch YouTube. Und dann mache ich da einfach auch ein Video dazu, ja. Wie läuft das bei dir? Bist du mehr so ein, also ich habe es mitbekommen in Berlin, aber trotzdem mal die Frage, bist du mehr so ein spontaner Typ, der sagt, ey, ich habe was im Bauch, ich mache jetzt ein Video, stell das Ding auf und yalla, los? Oder bist du so ein Typ, der sich wirklich sehr lange hinsetzt, aufschreibt, Gedanken macht, ein Konzept überlegt? Wie gehst du an deine Videos ran? Ja, plus minus. Jetzt so lange nicht. Aber es gibt auch oft Videos, die sind schon strukturiert. Auch wenn es ein Riesen nach Riesen durcheinander aussieht. Aber ich habe schon in meinem Kopf 1, 2, 3, 4, 5, zumindest der Anfang, dass du reinkommst ins Video, ist schon so ein bisschen Struktur drin. So, aber manchmal kommt auch aus dem Bauch heraus. Ne? Dann sage ich, ey, das könnte doch jetzt auch klappen. Komm, mach so mit. Zum Beispiel war ich in Norwegen. Hast du ja bestimmt gesehen. Ja, ja, klar. Und dann habe ich meinen Vlog, der erste war geplant im Kopf. Und der zweite, der Supermarkteinkauf, war spontan. Ich habe im Supermarkt reingegangen, wollte mir eigentlich nur ein Wasser holen, habe gesehen, der Laden sieht fresh aus, ich mache ein Video. Kommt auch vor. Aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch heraus. Ja, ja, zum Beispiel jetzt Berlin bin ich ja gekommen, weißt du ja, haben wir auch, ja, habe ich ja schon im Kopf gehabt, wie ich vorgehen werde. Ja, ich finde, du arbeitest schon sehr, sehr so aus dem Bauch heraus. Allerdings machst du dir natürlich auch deine Gedanken, was sieht gut aus, wie sieht es gut aus, wo ist eine Ästhetik, wo sollen wir hingehen? Wo ist die Sonne, wo ist die Sonne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch so, ey, ich merke das, ne? Die Leute wissen das vielleicht gar nicht, aber hinter der Arbeit, die du machst, steckt einfach viel Aufwand. Ne? Viel so, Aufwand, so ein keine Ahnung, Restaurantbesuch, ein Kochvideo oder keine Ahnung. Das sieht so locker aus, du stehst in der Küche, du bist jetzt irgendwo, aber hinter den Kulissen ist es sehr viel wert. Und ich frage dich so, wie gehst du damit um, wenn dir diese Anerkennung nicht gegeben wird, wenn Leute so das nicht wertschätzen? Hattest du schon mal so das Gefühl, dass du gemerkt hast, Alter, ich gebe mir voll die Mühe, aber irgendwie juckt gar nicht so, kommt gar nicht richtig an? Ja, das ist ja auch am Ende des Tages auch so ein bisschen YouTubes Schuld, sage ich. Ich gebe der Plattform immer die Schuld, nicht den Leuten. Weil am Ende des Tages, auch wenn du 100 Klicks hast, haben dich 100 Leute gesehen, Bruder. Das darfst du nicht vergessen. 100 Menschen sind sehr viel. Ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, die Anerkennung so krass fehlt, heißt es einfach, dass deine Videos auch nicht so krass gestreut wurden von YouTube allgemein, die Plattform. Zum Beispiel bei mir war das ja so, dass bei Reis-Video, das ging dann richtig durch die Decke, weil das richtig gestreut ist. Das ist viral gegangen. Ja. Das eine Video, was dieser Reis wird dein Leben verändern, hat ja über 800.000 Aufrufe. Das ist dann viral gegangen. Das heißt, YouTube gibt dir dann auf einmal so ein riesen Publikum einfach. Und dann bleiben davon auch prozentual Leute hängen. Okay? Deshalb habe ich eigentlich immer YouTube oder der Plattform, die ich heute gegeben, nie den Menschen. Es ist normal, dass ein Mensch einfach dich heute mag und vielleicht nach einem Jahr nicht mehr so deine Videos pumpt. Also, das ist ja normal. Du selbst veränderst dich ja auch. Ich verändere mich auch. Oder? Da kann man ja auch nicht erwarten, dass man lebenslang loyal ist gegen eine Person. Vielleicht hast du vor 10 Jahren Sachen gefeiert, die du heute nicht mehr feierst. Oder? Klar, ne? Man entwickelt sich. Absolut. Ja, und es kann sein, dass ein durch Fitness-Content bei mir reingekommen ist, aber dann habe ich angefangen zu kochen und der hat gar keinen Bock darauf. Also kann ich ihm auch nicht übel nehmen, dass er nicht mehr meine Videos guckt. Das heißt jetzt nicht mehr, dass er undankbar ist, sondern er hat die Videos geguckt, die er gucken will und fertig. Ich war nie dem Menschen undankbar. Der Mensch allgemein ist, ich weiß es halt auch durch meine Religion, dass er ein undankbares Wesen ist. Deswegen ist es nicht so böse für mich. Also ich nehme es ihm nicht übel. So, du denkst, Menschen grundsätzlich die sind eher so undankbar. Von ihrer Natur. Ja, findest du das so? Ja, schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, undankbar hört sich so böse an, aber einfach manchmal nimmt sich halt ein Mensch, was er will. Und hat, wenn er es hat, dann hat er es. Und dann ciao. Ist doch so. Ja, man kann auf jeden Fall, glaube ich, schon feststellen, dass Menschen, was du, glaube ich, meinst mit undankbar, ist, dass die Wertschätzung oftmals so sehr so inflationär ist. Ne? Genau. Also dieses zum Beispiel, ich denke, du bist ähnlich, ich bin jeden Tag eigentlich sehr froh über Essen, Trinken, genau, ein Dach über den Kopf und so. Genau. Und wir leben in einer Welt, wo Menschen das manchmal, zumindest habe ich das Gefühl, nicht mehr so richtig wahrnehmen. Ne? Korrekt, die schätzen das nicht so wert. Und du als jemand, der auch oft nach Marokko reist, ja, und vielleicht auch, und auch andere Länder bereist natürlich, ja, ne? Hast vielleicht auch den Vergleich manchmal präsenter im Kopf. Ne? Und dazu kommt noch die Untermalung mit der Religion. Ne? Und dann hast du da natürlich vielleicht diese Vibes. Ich verstehe das. Ich nehme es dem Menschen nicht übel, wenn er mich heute mag und morgen nicht mehr mag. Okay? Also ich weiß, was du meinst. Man gibt sich so viel Mühe. Am Ende kriegt man nicht den Ertrag. Denk immer so. Also ich sage es mir auch immer. Niemand sagt dir, mach Videos.
Du machst von dir aus Videos. Ja, absolut. Aber es ist ja dein Beruf geworden. Es ist ja mein Beruf geworden, aber ich versuche dieses auf Zwang, den Leuten zu sagen, ja, du guckst jetzt meine Videos, du musst das und das machen. Das. Nein, muss er nicht. Ja. Der hat ja nicht gesagt, mach. Dann gibt es halt vielleicht irgendwann keine Videos mehr. Das ist halt dann die Konsequenz. Guck mal, aber ich würde sehr, sehr gerne mal mit dir über die Hintergründe von dem ganzen Business sprechen, weil ich arbeite mit Jugendlichen und YouTuber sein und werden ist heute wie vielleicht früher Popstar werden. Echt? Weißt du, ich meine, ja. Krass. YouTuber, TikToker, das sind so die neuen Zweige, wo junge Menschen sagen, boah, das, wenn du das geschafft hast, ist krass, ne? Ach. YouTube ist ja heute auch, zumindest bei Jugendlichen, viel populärer als TV, weißt du? Mhm. Was bei uns früher noch Pro7 war, ist heute YouTube. Bei Jugendlichen, ne? Und aber krass, diese Entwicklung, ne? Ist krass, die Entwicklung. Krass. Und ich unterhalte mich mit diesen Jugendlichen und frage die oft so, ey, weißt du eigentlich, hast du dir schon mal Gedanken über beide Seiten dieser Medaille gemacht? Weißt du, ich mache selber YouTube, du weißt, TV Straßensound, ja, gib mir den Stoff, ich weiß, wie das ist so. Und du hast einen YouTube-Kanal mit fast 200.000 Abonnenten und bist sehr im Business. Und ich frage dich mal als authentischer Mensch, was würdest denn du sagen so, wo sind die Pros, was erfüllt dich an dem Beruf des YouTubers, weil das ist du bist YouTuber, das kann man so sagen, auch wenn du in erster Linie Youssef bist, der ein Mensch ist, aber das ist deine Berufsbezeichnung und wo sind eigentlich die Schattenseiten, wo würdest du sagen, alle, darüber redet eigentlich nie jemand so richtig, so, aber das muss auch mal gesagt werden. Okay, also das Ding ist, erstmal, ich denke, dass bei vielen YouTubern so, keiner ist mit dem Gedanken reingegangen, ich will YouTuber werden, weil du bist auch vorhin mal gefragt hast, ich glaube, da waren noch Podcasts, haben wir noch nicht angefangen. Ich bin nicht mit den Gedanken rein, ey, ich will YouTuber, das ist mein Traumjob. Bin ich überhaupt nicht reingegangen. Ich habe das als so ein Parallelding gesehen, so Hobby. Hobby und es hat mich runtergebracht. So bin ich mit YouTuber in Berührung gekommen und reingekommen. Und so empfehle ich auch vielen Menschen das. Das heißt, hab dein Hauptding ist Schule, Studium, Ausbildung, was auch immer, wirklich dein Hauptding und mach das parallel. So am Anfang vor allem, ne? Vor allem am Anfang. Ja. Ich würde es niemals direkt reingehen, voll all in. Ich will YouTuber werden, sonst warum? Halt dir viele Sachen offen, ne? Fahr mehrgleisig. Wenn YouTube funktioniert, dann nimm das mit. So, das ist das Erste erstmal. Das Zweite ist, die Vorteile von YouTube ist, du kannst wirklich das, was du in deinem Kopf hast, einfach machen und damit Geld verdienen. Das ist krass. Das ist wirklich schon ein Traum. Der hat viele Möglichkeiten auch geschafft. Das kann nicht jeder. Das war eine Sache für mich, die war schon geil. Also feiere ich. Die Schattenseiten ist die, du bist ja dann in dem Moment selbstständig. Das heißt, du verdienst Geld und du bist in dem Moment auch steuerpflichtig. Das ist ein Thema, ne? Das ist ein großes Thema, speziell in Deutschland, ne? Ja. Und vor allem viele Junge, siehst du ja, die haben... Von dem Mann, der das Finanzamt liebt, Alter. Ich liebe das Finanzamt, ja, das habe ich dir so böse gesagt. Nein, das Ding ist... Ich habe ein bisschen Ironie auch, das durchschlagen, ja, du wolltest damit sagen, Ironie. So... Natürlich sind das für mich auch Leute, die schon über Leichen gehen, sage ich. Also ja, ja. Meiner Meinung nach ist Finanzamt spielt nicht mit ehrlichen Mitteln, ja. Ist meine Meinung. Aber du musst dich auch mit denen auseinandersetzen, richtig. Zwangsläufig. Und da finde ich halt auch, das System ist halt allgemein eklig. Ne? Du wirst selbstständig, da kriegst du nicht so, wie du es sonst von Deutschland kennst, so mal schnell einen Kurs, wie das alles funktioniert. Nee, ja, musst halt alles selber ranschaffen. Mit dem scharfen Messer. Ja. Die kommen direkt mit dem scharfen Messer. Direkt. Und das ist hart. Ja. Das heißt, wenn du dann YouTuber bist, du verdienst Geld, dann bist du ja in dem Moment selbstständig. Du verdienst Geld. Dieses Geld musst du versteuern. Du bist, je nachdem, vielleicht bist du dann gewerbesteuerpflichtig, einkommenssteuerpflichtig sowieso, umsatzsteuerpflichtig, alles kommt rein. Du musst Gewerbe anmelden, du musst diese ganzen Steuererklärungen machen, du musst jeden Monat, je nachdem, vierteljährlich oder monatlich, Umsatzsteuervoranmeldung und diesen ganzen Kram mitmachen. Von Anfang an. Und deswegen fallen so viele YouTuber, die auch Millionen Abonnenten haben, voll in die Steuerschulden. Die Leute denken immer, guck mal, wie dumm die sind. Die haben sich damit, nein. Das kann jedem passieren. Warum? Weil die noch sehr jung sind und weil die in dem Moment viele Summen sehen. Und normal kaufen die dann Quatsch oder achten nicht so drauf, führen keine Buchhaltung oder machen das alles nicht und wissen nicht, hey, okay, ey, ich muss jetzt erstmal die Hälfte beiseite legen und so. Das ist schon hart, wenn ich dir sage, ey, okay, du hast jetzt 2000 Euro bekommen, 1000 Euro musst du beiseite legen. Ne? Fürs Finanzamt. Warum? Wieso? Ja, es ist halt nun mal so. Verstehst du? Das ist halt diese Schattenseiten, dass du halt allgemein für dich selbst verantwortlich bist. Am Anfang ist das auch geil, wenn du parallel fährst. Ne? Wenn du es dann Vollzeit machst, dann hast du natürlich in dem Moment auch Druck, abzuliefern. Und ja, so, ja, ne? Klar, weil ja. Das, du ernährst dich davon. Ja, deswegen sage ich immer, man muss da schon eine gewisse Zeit das parallel fahren
Und wenn man dann auch sich ein bisschen Puffer aufgebaut hat und weiß, wie man lebt, wie viel man allgemein auch so braucht, wie viel seine Fixkosten sind. Man muss ein gutes Auge für seine Finanzen haben. Du hast aber auch gestern was sehr Spannendes gesagt, was ich sehr, sehr schön fand, dass du gesagt hast, trotz des ganzen Businesses und den ganzen Abonnenten und so, bist du ein bescheidener Mensch. Natürlich, ja. Weil es ist heute da, morgen nicht mehr. Ja, richtig. Ja, und ja. Auch das ist ja auch eine Schattenseite, die sehr, sehr viele gar nicht, glaube ich, so auf dem Schirm haben. Ne? Alles ist vergänglich, es kann heute kommen und morgen weg sein. Ach, eben, ich glaube, dass viele YouTube auch gar nicht so unbedingt mehr so krass wegen Geld machen, sondern auch viele Menschen machen es wegen Anerkennung, habe ich das Gefühl. Es ist hart, wie viele Leute Selbstbestätigung suchen und brauchen von anderen Menschen. Bei mir ist das gar nicht so. Bei mir ist meine Selbstbestätigung meine Familie. Wenn mir jetzt einer im Internet sagt, ich mag dich nicht, ist das voll in Ordnung für mich. Und auch wenn jetzt die Aufrufe beispielsweise runtergehen, es tut mir nicht weh. Verstehst du? Wichtig ist, wie denkt meine Familie über mich? Das ist Priorität. Und bei vielen anderen YouTubern ist das wirklich, habe ich mittlerweile gemerkt, Anerkennung. Weil die haben genug Geld. Bro, ich denke mir halt einfach, die haben so viel Geld, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber trotzdem streben die noch nach mehr, nach mehr, nach mehr. Subhanallah. Also es, jeder Mensch ist anders da. Aber ich glaube, dass viele im YouTube-Game einfach da krass unterwegs sind mit Anerkennung. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt neben den ganzen finanziellen und Selbstständigkeitsthemen auch etwas, was sehr, sehr stark belasten werden kann, wenn man sich abhängig macht. Von Meinung anderer, von Anerkennung, von, ich meine, Aufmerksamkeit bekommen und Respekt für das, was man tut, ist ja was Schönes. Ja, auf jeden Fall. Jeder Mensch sehnt sich danach. Natürlich. Aber wenn man sich zu abhängig macht und in irgendeiner Form dann, ja, sich auch vielleicht ein Stück weit auch manipulieren lässt, ja. Korrekt. Und, ne, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen. Korrekt. Man verliert seine Linie. Man verliert seine Linie und dann hat man vielleicht irgendwann auch nicht mehr das Rückgrat, was man braucht, ne, und kann natürlich auch böse nach hinten gehen. Richtig. Hattest du irgendwann schon mal das Gefühl, dass du dir gedacht hast, so, ey, oh, ich merk schon, dass das was mit mir macht, psychologisch, dass Kommentare in der Öffentlichkeit stehen, ich meine, du stehst in der Öffentlichkeit seit vielen Jahren, dass du gemerkt hast, Alter, das geht mir schon an die Psyche. Das ist nicht nur ein bisschen YouTube und ein bisschen Kamera, sondern diese Aktion, Reaktion, Kommentare, Feedback, Meinung, Kritik, Hate vor allem auch. Also ne? ich bin ehrlich. Ist dir das schon mal nahe gekommen? Selbstverständlich, am Anfang. Ja. Da war ich noch kleiner, natürlich. Und da hast du viel weniger Kommentare bekommen. Und damals, muss man die Wahrheit sagen, liest man die Kommentare, auch wenn es nur 10 Kommentare sind. Und wenn dann einer so, der komisch geschrieben ist, hat es dich schon gecatcht. So denkst du, was ist denn jetzt sein Problem? Ich habe doch jetzt nichts Böses gemacht, so Digga. Ja. Weißt du so? Aber du, ich bin ganz ehrlich zu dir, mit den Jahren kriegst du da so ein dickes Fell. Weißt du? Dann weißt du auch irgendwann, ja, die Leute sind halt Missgunst, sind am Platzen. Weißt du, es ist halt einfach so. Der Mensch ist so, weißt du? Aber ich sage einfach, sowas ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und mit der Zeit, also als Normalfall, sollte das weggehen. Also zum Beispiel jetzt bei mir, kickt mich gar nicht. Wirklich 0,0. Du machst das aber auch schon ein paar Jahre, ne? Ich mach das Jahre. Hast schon ein dickes Fell bekommen. Ja, du weißt ja auch. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Du weißt ja schon, es gibt Menschen, die sind so und fertig. Die kannst du auch nicht ändern. Die müssen zu jeder Sache ihren Senf abgeben. Ja. So. Aber du, wie du auch damals gesagt hast, Internet ist eine eigene Welt. Absolut. Ich bestätige das hier auch nochmal. Im realen Leben habe ich nie irgendwie in Kritik bekommen. Ja, ja. Und wenn dann, also zu 100% kamen zu mir Leute, die mir, alhamdulillah, immer was Gutes und Positives über meine Videos gesagt haben. Bitte, Bruder, mach weiter, so. Und ich danke auch jeden Einzelnen von euch, der zu mir kommt und mir wirklich dankt und so. Weil das pusht mich auch. Ne? Das macht mir, das ist was Schönes, wie du gesagt hast, eine gute Anerkennung. Ey, du, zum Beispiel habe ich am Bahnhof in Frankfurt, da kam einer, sagt mir, Bruder, Wallah, ich bin durch dich ein bisschen näher zu Allah gekommen. Das ist für mich was sehr Schönes, sowas zu hören, weißt du? Und so halt, aber man darf niemals, deswegen sage ich, Familie ist sehr wichtig. Du darfst, und für mich auch Gottesglaube, du darfst niemals die Meinung der Menschen über die Meinungen von Menschen, die dir wichtig sind, und über allgemein. Das Wichtigste, was sein sollte, ist, wie denkt Gott über dich. Das ist der Maßstab für mich. Und das deswegen sind, ist mir der Rest eigentlich egal. Das sind ja auch so zwei Sachen, die finden ja im Internet gerne statt. Ja. Ne? Wie deine Familie über dich denkt und dein Glaube hat ja nichts mit YouTube oder sonst was zu tun. Deswegen glaube ich, erdet dich das ganz gut. Genau. Und du hast mit der Zeit einfach gelernt, ey, das ist das eine und das ist das andere. Ja. Also zum Beispiel das Gewicht, nur dass du verstehst. Ja. Der Gewicht von meiner Familie wischt so, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied mir sagt, ey Yusuf, das Ding war nicht gut. Aber zum Beispiel mir sagen, 100.000 Klicks mit 10.000 Daumen hoch, das war gut, ja, zählt der eine mehr. Naja, klar.
Das ist Familie. Ja. Weil er ist mit dir aufgewachsen. Er sagt von seinem Herz zu dein Herz. Ja. Und von dem kannst du dir natürlich auch was sagen lassen. Was die Menschen sagen, ist egal. Ja. Weil du siehst ja selber, du bist ja in der Hip-Hop-Szene. Ja. Was wird mehrfach geklickt? Ja, klar. Was kriegt viele Likes? Gutes oder Schlechtes? Immer schwierig, ne? Braucht man nicht zu diskutieren. Ja, auf jeden Fall, klar. Also Schlagzeilen, Fitna, Beef, ne? Das ist alles immer sehr, sehr gerne. Nacktheit und hast du nicht gesehen. Gehört dazu, ist halt Showbusiness auch viel. Ja. Ne? Lass mal ein bisschen über das Geld sprechen, weil das ist, glaube ich, auch eine oft missverstandene oder fehleingeschätzte Thematik. Mhm. Die Leute glauben, jemand, der jetzt irgendwie 100.000 YouTube-Abonnenten hat, ist Multimillionär. Okay. Und ich rede da auch sehr, sehr oft mit Menschen und jetzt haben wir mal einen YouTuber am Tisch. So, du lebst von YouTube? Das ist aktuell schon. Das ist eigentlich dein Hauptbusiness, was du machst. Mhm. Wie schafft man das, damit Geld zu verdienen und wie weit sind die Grenzen nach oben und unten? Was würdest du sagen? Das ist halt das Geile an dieser Selbstständigkeit. Die Grenzen nach oben sind unendlich. Also da gibt es ja keine Grenze. So, was geht, geht. Nach unten gibt es auch keine Grenze. Da theoretisch könnte einer kommen und sagen, ey, ich will dir Summe XY geben und das kann passieren. Das kann dir natürlich als Angestellter jetzt kann dir nicht so passieren. Natürlich, ja. Ja. Aber das kann dir auch, glaube ich, in jedem anderen, in vielen anderen Business. Das macht die Selbstständigkeit. Also, Selbstständigkeit allgemein ist halt einfach radikal viel möglich. Ja. Und ich frage dich jetzt einfach mal ganz plump, so der krasseste Deal, den du schon hattest, so in deiner ganzen YouTube-Zeit, kann man darüber sprechen? Ist das was, wo du sagst, Elle? Ja, ich möchte jetzt nicht so da über dieses Werben. Aber gib mal einen Touch, so dass ich mir mal ein Bild machen kann. Vom Marke oder Geld? Einfach mal so ein Vibe, dass ich mir ein Bild machen kann, so in welche, von was wir reden. In deiner ganzen YouTube-Zeit, der krasseste Deal, den du hattest, in welche Richtung ging der? Wie sah das aus? Wie läuft das ab? Vom Geld jetzt her? Einmal vom Geld und auch einmal von der Tragweite. Ich meine, du sitzt hier im MyProtein-T-Shirt. Ja, Bruder, ich bin halt auch nicht ein Typ, der so gerne über dieses Geldthema sprechen möchte. Willst du nicht? Nein, Bruder. Aber lass mal ohne Summen machen. Einfach mal so, dass ich verstehen kann, so in was für eine Dings ist. Also reden wir hier von Taschengeld oder sind das schon Summen, wo man sagt, davon kann man eine Familie ernähren? Davon kann man definitiv eine Familie ernähren. Also es gibt Leute in meinem Kosmos, die haben pro Placement fünfstellig. Fünfstellig? Bro, ja, gibt's. Ja. Ja. Es gibt YouTuber, die du kennst, die verdienen mit YouTube im Monat einen fünfstelligen Betrag. Mehr wie fünfstellig im unteren Bereich. Ja, okay. Im mittleren Bereich. Okay. Gibt es auch. Also es hat viele, es kommt auf viele Sachen an. Einmal die Abonnentenzahl, die Klicks, der Typ, der du bist, was bist du und wen sprichst du an. Das sind viele Faktoren. Und natürlich auch Qadr. Ist halt so geschrieben. Ja. Yeah. Oder hier sagt man Glück. Ja. Hat auch viel damit zu tun. So. Das heißt, es kann sein, dass du YouTuber hast mit 100.000 Abonnenten, die verdienen fünfstellig, Bro. Gibt es, Bruder. Es gibt auch YouTuber, Finanzkanäle, die haben nur 20.000 Abonnenten, die verdienen auch fünfstellig. Gibt es auch, Achim. Also es hat nicht unbedingt was mit Abonnenten, Klicks und so zu tun. Es gibt aber auch YouTuber, die verdienen 100.000, die verdienen 0 Euro. Es kommt auf den Content an. Wenn dein Content die ganze Zeit nur Bashing ist oder wo du nur Kinder ansprichst, und dann kannst du nicht was erwarten. Weißt du, ich meine? Wenn aber dein Content so spezifisch ist, es gibt ja mal ein Beispiel. Beispiel, du machst jetzt du bist Mechaniker, Automechaniker. Yeah. Das heißt, du bist spezifisch in einem Bereich und du zeigst den Leuten, wie man schraubt. Irgendwann baust du dir eine gewisse Community auf. Dann kommt Audi zu dir, dann kommt Mercedes zu dir. Sagen dir vielleicht am Anfang nur auf Provision arbeiten. Gib diesen Code ein. Und wenn du dann promotest, kaufen die Leute 10 Stück, 20 Leute diesen Katalysator oder was auch immer. Hm. Bro, und du machst 10% Rabatt, 10% Provision. Das ist einiges für einen, der vielleicht 3.000, 4.000 Abonnenten hat. Bro, das sind schon die ersten Hunnis, die reinkommen. Beispiel, weißt du? Ja, ja. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Und das ist dann wie so ein Schneeball. Es wird mehr, es passt zu deinem Content. Du bist echt, du weißt, wovon du sprichst. Und dann entwickelst du dich. Deswegen sage ich immer persönlich, es kommt nicht hardcore auf die Abonnenten, natürlich auch auf die Abonnenten-Klicks und so, auch für so einmalige Placement-Geschichten. Ja, diese 30 Sekunden kurz mal, ey Leute, dieses Video wird so gespannt. Vielleicht dafür,
Aber so langfristig für mehrere Kooperationen ist das nicht entscheidend, ist nicht relevant. Sondern mehr der Charakter. Der Charakter, der Typ, der Content, das Genre, das ist entscheidend. Also es ist alles möglich. Also du kannst es nicht anhand von Klicks und Abonnenten festmachen, wie viel ein YouTuber verdient. Und es gibt Leute, die haben bestimmt 300.000, 400.000 Abonnenten, verdienen nichts. Und dann gibt es YouTuber, die haben vielleicht nur 40.000 oder 50.000 Abonnenten und verdienen damit Geld. Also es kommt jetzt nicht nur auf die Abonnentenzahl an, sondern es kommt eher darauf an, was man daraus macht. Richtig. Und bist du mit dem Geldverdienen darin auch gewachsen? Hast du Levels erlebt, wo du gemerkt hast, okay, am Anfang so, dann so und es wurde immer besser und mehr? Also ich bin ein Mensch immer schon. Ich bin mit wenig sehr zufrieden. Ja. Und alles, was kam, habe ich gesehen, kam von Allah, Alhamdulillah. Habe ich genommen. Aber Bruder, ich habe angefangen nur mit, ich wusste noch nicht mal, dass man bei YouTube diese Werbung so Geld verdient, richtig. Ich wusste schon, dass man Geld verdient, aber nicht so viel. Ich habe dir ja damals erzählt. Damals der, wie heißt der, der Akku, was ich dir gesagt habe. Ja. Habe mit ihm telefoniert gehabt. Der hat mir gesagt, Bruder, schalt doch Werbung bei dir. Richtig netter Kerl, der Akku, weißt du. Und dann habe ich gesagt, ja, da kommt doch nichts rein. Also er hat gesagt, doch, da kommt schon ein bisschen was rein. Ja. Du hast schon 6.000, 7.000 Klicks, da kommt schon ein bisschen was. Habe ich gemacht und dann kamen schon die ersten Hunis, sage ich einfach mal. Und dann hat man da einfach weitergemacht. Da habe ich gesagt, hey, ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Frau, ich habe gesagt, guck mal, dieser ganze Einkauf jetzt mit YouTube-Geld, Alhamdulillah. Bruder, das war nach 3 Jahren YouTube, wo ich keinen Cent verdient habe. Nach 3 Jahren? Nach 3 Jahren habe ich das erste Mal Geld verdient. Ich kann mich erinnern, nach 3 Jahren hatte ich Auszahlung von YouTube 170 Euro. Echt, ja? Ja. Wow. Und ich war glücklich. Ich war glücklich. Dicker Einkauf, ne, 170 Euro. Bruder, ich einkaufe und ich habe einen Kollegen ausgegeben. Ja. Geht heute auf mich. Läuft. Ich war dankbar. Dann habe ich ein ganzes Jahr so wie Aushilfslohn bekommen. Aber ich war dankbar mit dem Geld. Warum? Alhamdulillah, wir sind so Baraka. Allah hat dir gegeben. Nimm, sag Alhamdulillah. Natürlich kommt noch Finanzamt, will abrechnen, aber klar. Sollen die auch hier so ein bisschen Brot nehmen. Ist okay. Und neben diesen kleineren Summen nach 3 Jahren hat sich das dann irgendwann so gestaffelt und ist stetig gestiegen, dass es ja für dich irgendwann auch wirklich zum Business wurde dann. Lukrative, natürlich. Ja. Irgendwann wurde es so lukrativ, dass es dass dann ein normaler Job hat es überholt. Ne? Ja. Und auf den Punkt wollte ich eigentlich rauskommen, gar nicht dich zu zwingen, über Geld zu sprechen, sondern eher so an den Punkt zu kommen, wo du für dich entschlossen hast, okay, ich kann jetzt davon leben und ich muss jetzt vielleicht nicht mehr bei Opel arbeiten. Ja, aber das habe ich nicht nur gemacht wegen dem Gehalt, sondern du hast ja auch so ein bisschen Puffer aufgebaut. Mhm. Ich habe so Sicherheiten, Puffer, alles ausgerechnet, so. Wenn jetzt nichts mehr reinkommt, kann ich immer noch ein paar Jahre locker leben, ohne Probleme. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich habe da schon so meine, ich mag schon manchmal für Sachen, so geiles Essen oder so Geld ausgeben, aber ich bin allgemein ein sparsamer Mensch. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Weißt du, wir brauchen nicht viel, um zu leben. Wir brauchen Essen, Trinken und ein Dach über den Kopf. Reicht. Das sind die 3 Fokus. Der Rest ist alles Luxus. Ja. So denke ich. Ist vernünftig. Ja, und du musst das Finanzamt glücklich machen. Ja, das sowieso. Die sind auch so ein Baustein wie mit Wohnen auch. Das gehört dazu. Finanzamt gehört zum Leben. Ne? Wie sagt man, 2 Sachen sind sicher im Leben, der Tod und die Steuer. Ja, so sieht's aus. Was soll man sagen? Ja, und ich glaube, das hatten wir im Gespräch auch gestern so, dir war es auch einfach wichtig, frei zu sein. Ne? Also das YouTube-Business ist auch ein Stück Freiheit, was du dir rausgenommen hast. Genau. Ja. Aber wie gesagt, ich zwinge keinen bei mir zu gucken. Ich bin sehr dankbar, wenn Menschen gucken. Ja. Aber wenn jemand sagt, du hast dich verändert, guck bitte nicht meine Videos, mein Bruder. Ich liebe dich für Allah. Mach dein Leben, leb dein Leben, aber ich bin kein Mittelpunkt in deinem Leben. Wenn du Zeit hast, guck meine Videos. Ich will nie mit Zwang, dass jemand was macht. Zum Beispiel, ich habe ein E-Book rausgebracht. Ja. Ja. Ich habe jahrelang gekocht. Du weißt, wie lange ein Kochvideo dauert. Ja. Und nach diesen ganzen Jahren habe ich gedacht, okay, ich bringe ein E-Book raus. Ich bin nicht mal Leuten böse, wenn die es nicht kaufen. Ich habe es einfach rausgebracht, einfach wenn Leute zum Beispiel nicht Supplements nehmen oder keinen Reiskocher benötigen, dass sie trotzdem eine Möglichkeit haben, mich auch da in dem Fall finanziell zu unterstützen. Am Ende des Tages, du weißt ja selber, bei 12,99 E-Book, was bleibt einem übrig? Vielleicht so ein Döner-Teller. So. Noch nicht mal. Und noch nicht mal. Heutzutage kann man sich den kaum leisten. Wie lange hast du daran gesessen? 1 Jahr, ne? 1 Jahr, ja. Und wo kann man das denn kaufen? Über meinen Link, also E-Book. Ich habe so... Ja. Einfach... Hast du eine Homepage, YouTube-Kanal? Nein, ich habe einen Link. Ich habe da so mit Copcard, da kann man sich das erwerben über Copcard. Mm. Ja. Die meisten E-Books, die ich kenne? Über Amazon auch so, ne? Oder? Gibt es auch über Amazon, da gibt es noch was anderes. Wie ist das? Ja, sowas anderes. Aber ich mache es über Copcard, ja. Okay. Da kannst du auch E-Books verkaufen. Gut zu wissen. Den Link kannst du mir schicken, den können wir auf jeden Fall schon mal in die Infobox reinhauen. Vielen Dank. Für Interessierte. Mm.
Okay, ja, jetzt haben wir ein bisschen über das YouTube-Business gesprochen. Zu guter Letzt, was sind deine Ziele mit YouTube? Du hast heute 170.000 Abonnenten. Mhm. Ich merke, du zählst jetzt wahrscheinlich nicht jeden Einzelnen. Nee. Aber wo willst du hin mit YouTube? Wo willst du hin mit Yousef als Marke und zukunftsperspektivisch? Was strebst du an? Bro, ich mach einfach. Also ich habe am Anfang immer gemacht und ich mach einfach. So. Reicht. Ja. Also ich bin da jetzt nicht so, ich habe jetzt Ziel, ich mach eine einfach. Million oder so. Weil ich weiß, es hat auch viel mit Algorithmus zu tun, dies, das. Wir machen unsere Arbeit, wir bringen Content. Ich habe jetzt momentan mehr, ich bin mehr so auf dem Reisetrip, hast du ja gemerkt. Ich war die ganze Zeit in der Küche. Ich vom Sportler zum Koch, vom Koch zum Reisevlogger, sag ich mal. Reisevlogger, ja. YouTuber, unterwegs einfach ein bisschen die Welt sehen. Und da wollte ich jetzt einfach in die Richtung gehen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass meine Zuschauer mich da begleiten. Und gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ne? Ich bin natürlich immer dankbar, wenn Menschen abonnieren und alles drum und dran. Aber ich will nicht das auf Krampf oder auf Zwang oder weißt du, ich meine, weil viele sagen, ihr müsst mich abonnieren und machen und tun. Oder am Ende des Tages, du hast mich doch mit Herzen abonniert, oder Burak? Auf jeden Fall. Weil du gesehen hast, der Mann, der redet mir aus dem Herzen, aus der Seele. Ich mag, wie er redet. Voll. Ich mag, wie er funktioniert. Voll. Und dementsprechend habe ich dann dein Herz gewonnen. Als Zuschauer, als freiwilligen Zuschauer. Nicht auf Krampf, auf Zwang oder mit Clickbait. Mhm. Ja. Wie es viele machen. Guck, ich mache, Alhamdulillah, ich mache ein Video mit, ich wasche mein Auto. Nicht. Würde sich noch nicht mal viele YouTuber gar nicht trauen. Aber trotzdem kriegt das angeguckt. Video. Aber trotzdem kriegt das Video Aufrufe, Bruder. Ja. Und ich denke dann halt einfach, guck dir, was du über die Jahre aufgebaut hast, Yousef. Ja. Du sagst, ich esse einen Döner. Gucken Leute an. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Das ist dann das Ergebnis von Jahren. Natürlich gibt es YouTuber, weil immer Menschen sich vergleichen mit anderen, die 1 Million Klicks haben und so. Keine Frage. Aber guck doch, was du erreicht hast in deinem Ding und ich bin da sehr zufrieden. Ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist noch zu sagen ist, nicht nur du, sondern auch ich, wir teilen uns diese Auffassung, wir arbeiten immer sehr aus unseren Ressourcen heraus. Ne? Genau. So ein bisschen das, was man kann, was nehmen man kann. Und yalla, ja, raus damit. Ja, genau. Und wir machen so lange, wie wir können. Ja. Und solange auch die Jungs immer supporten und dies und das, hier ein bisschen da, ein bisschen Klicks geben, manchmal hier was über den Code kaufen bei MyProtein und so, sowas halt. Ey, ich muss ehrlich zugeben, ich verfolge deinen Kanal weiterhin mit viel Spannung. Du entertainst mich, du entertainst, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Mhm. Man weiß auch bei dir nie so richtig, was als nächstes kommt. Weißt du, so? Das ist so ein bisschen auch mein dein Rezept, ne? Ja, so. Genau. Machst du ja auch ganz bewusst auf Instagram, sitzt im Zug und sagst, jo, wohin geht's? Paris, Berlin, so. Ja, was, sowas, weißt du? Sowas. Und auf einmal landet der Typ in Norwegen. Alter. So also, sieht's aus, so, so, so sieht's aus, ja. Deswegen auf jeden Fall ein Überraschungspaket. Und ja, Mann, ey, wir sind durch. Danke, dass du in meinem Podcast dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, Bruder. Ich habe zu danken. Das Ritual meiner Show hier sieht immer gleich aus. Die letzten Worte widme ich dir und deiner Kamera. Der hier? Der hier. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr mich nicht kennt, kommt mal bei meinem Kanal vorbei. Ich bin ein ganz lieber, kann ich nochmal machen? Kannst du nochmal machen. Kannst du nochmal machen, Bruder. Ich bin so fertig. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass der Podcast euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bessere Abschlussplädoyer gibt es nicht. Meine lieben Freunde, mein Name ist Burak. Wir sind hier bei Gib mir den Stoff. Das ist mein YouTube-Kanal. Yousef abchecken, alle Links unten in der Infobox und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was man noch verraten darf, ist, wir haben ja auch ein, zwei Sachen gedreht. Genau. Auf meinem Kanal, auf seinem Kanal und ja, Freunde, Peace, liebe Grüße und einen wunderschönen Tag noch weiterhin. Macht's gut. Ciao. Ciao.